Herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Reihe DATEV Unternehmen Online. In diesem Video möchte ich Ihnen einmal zeigen, wie Sie sich die Rechnungsliste anschauen können und die Bankdaten einmal vervollständigen, um die Rechnungen zu bezahlen. Schauen wir uns doch erst einmal das Thema Bankdaten und Bankverbindungen an. In den Stammdaten von Unternehmen Online pflegen Sie bitte unter Unternehmensangaben Bank all Ihre Bankverbindungen einmal ein. Sie können auch diese aus dem DATEV-Rechenzentrum übernehmen, sofern Ihnen Ihr Steuerberater oder das Serviceteam Ihnen diese dort bereitgestellt hat. Im nächsten Menüpunkt Bank finden Sie einmal den tagesaktuellen Kontostand zu Ihrem Bankkonto, die Anzahl der zu überweisenden Belege und vieles mehr. Damit Sie hier auch den Kontostand sehen, müssen Sie bitte einmal im System noch zwei Dinge tun. Und zwar hier rechts im Menü Bankverbindungen, unter dem Menüpunkt Umsatzabholung setzen Sie bitte das Häkchen Kontoumsätze im DATEV-Rechenzentrum abrufen. Im Normalfall hat Ihr Steuerberater dort einmal eine sogenannte Bankauskunftsinformation eingeholt, sprich wir holen elektronisch die Kontoumsätze vom DATEV-Rechenzentrum ab. Das hat aber doch nichts damit zu tun, dass Sie auch bezahlen können. Um Zahlungen tätigen zu können, brauchen Sie nach wie vor ganz normal Ihre Online-Zugangsdaten, also sprich Benutzername, Passwort und eine TAN. Diese können wir nicht anlegen, das müssen bitte immer Sie tun. Und zwar für jede Kennung, die das bei Ihnen im Hause benötigt. Unter HBCI-Zugang können Sie hier einmal auf Hinzufügen klicken, dann Benutzername, neuen Benutzernamen anlegen. Der Benutzername ist einfach eine Hilfe für Sie. Wenn Sie mehrere Bankbenutzer haben, können Sie hier sagen Lisa Müller, Max Müller und so weiter, damit man weiß, welche Kennung das ist. Bei der Benutzerkennung geben Sie die von der Bank angegebene Benutzerkennung ein. Bei der Volksbank ist das zum Beispiel Ihr VR-NetKey oder der dazu verwendete Benutzername. Bei der Deutschen Bank setzt sich das zusammen aus der Filialkennung und Ihrer Kontonummer. Sparkassen möchten meistens die Kontonummer haben. Hier eintragen, dann können Sie hier unten Ihr TAN-Verfahren wählen, ob Sie klassisch eine Papier-TAN-Liste haben, eine Fototan, ein Push-TAN-Verfahren, da kriegen Sie eine SMS zugesendet, Secure-TAN, da ist es meistens so, dass Sie eine App haben. Dann gibt es noch optische TAN-Verfahren oder manuelle TAN-Verfahren, da haben Sie meistens so ein Kästchen, das Sie an den Bildschirm halten und dann eine Flickr-Grafik ablesen. Dann klicken Sie hier auf Initialisierung durchführen, danach werden Sie dazu aufgefordert, einmal Ihre PIN einzugeben. Und dann geht es weiter, dann können Sie damit bezahlen. Das können wir Ihnen leider nicht in einem Schulungsvideo zeigen. Da helfen wir Ihnen gerne in einer persönlichen Beratung, entweder bei Ihnen vor Ort oder remote per Teamviewer weiter. Ich schließe jetzt hier einmal dieses Fenster über das X. Hier in unserem Fall sind die Kontoumsätze einer Testbank, einer Spielbank der DATEV für Schulungen hinterlegt. Sprich, wir haben hier einmal quasi keine echte Bank im Hintergrund. Dann sage ich hier Schließen. Und wenn ich jetzt einmal hier auf Kontoumsätze prüfen klicke, dann sehe ich, dass es in den letzten 30 Tagen keine Bankbewegung gab. Ja, das ist richtig, weil die DATEV uns quasi vom 01.01. bis 28.12. Umsätze bereitgestellt hat. Aus diesem Grund klicke ich hier unten auf Aktuelles Jahr und sage Anzeigen. Danach passieren hier auf einmal komische Dinge. Das bedeutet, die Bank prüft einmal die Rechnungen, die Sie bereits erfasst haben. Finden Sie da quasi einen Beleg, der matcht? Sprich, stimmt Rechnungsnummer, Betrag und Auftraggeber überein? Wird der automatisch zusammengeführt, so wie das hier bei mir jetzt der Fall war? Ja, er hat quasi alle Rechnungen, die erfasst waren, geprüft und hat diese automatisch hinterlegt. Da sehen wir immer dann, dass hier vorne einmal so ein Symbol ist. Ja, dann heißt das immer, der Roboter hat was automatisch gemacht. Das Tolle an dieser Liste ist,
Eigentlich sind die letzten drei Bereiche. So, bis hier vorne, sage ich jetzt mal, Verwendungszweck und Betrag, entspricht das 1:1 Ihrem Online-Banking. Der wirkliche Mehrwert entsteht aber durch die Funktion hier hinten. Das heißt, im Bereich Beleg kann ich einmal draufklicken und er zeigt mir dann den zugeordneten Beleg automatisch an. Also er hat einen Beleg gefunden, den er hier automatisch zuordnet. Somit weiß ich, anhand am Kontoauszug klebt quasi die Rechnung. Das hilft uns im Bereich Buchhaltung extrem weiter, weil sich dadurch das Thema Rückfragen an Sie deutlich verringert. Hier zum Beispiel noch eine Rechnung. Da ist es so, da hat er auch eine Zahlung verknüpft automatisch. Das heißt, er weiß, der Beleg wurde bezahlt, wenn wir gleich einmal vorne sehen. Ja. Und auch die anderen Infos. Da gehe ich gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Hier diese Notiz, das ist ein Feld, das Sie einfach ausfüllen können, wenn das für Sie relevant ist. Das heißt, da kann ich mir privat Notizen machen. Ja, sag, okay, das ist jetzt zum Beispiel eine Buchung, die hat mit meinem Fahrzeug zu tun. Oder das ist eine Buchung, die ist eben privat gelaufen, dann schreibe ich hier hin privat. Damit ich das Auto zuweisen kann, kann ich jetzt hier einfach reinklicken, über das Kfz-Kennzeichen reinschreiben. Ja, zum Beispiel KA123. Und dann weiß ich später, das war eine Tankung für das Fahrzeug oder eine Reparatur oder. Der Vorteil ist, dass ich auch nach dieser Notiz suchen kann. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier oben in die Schnellsuche klicke und gebe genau den Wortlaut ein, KA123, dann zeigt er mir quasi die Informationen an, wo quasi 123 drinsteht. Also das ist ein Suchkriterium dort enthalten. Das System ist schon ziemlich gut. Oder Sie suchen beispielsweise hier unten, wann habe ich Grundsteuer bezahlt oder Grundabgaben. Da gebe ich einfach mal Grund ein. Und dann zeigt er mir hier Grundabgaben der Stadt quasi an, die ich hier hinterlegen kann. Das sind sogenannte wiederkehrende Buchungen, wo ich nicht unbedingt einen Beleg dafür habe. Bei solchen wiederkehrenden Buchungen, zum Beispiel Leasingverträge, Miete, Löhne oder solche Themen, kann ich mir eine Regel anlegen, dass er mir die immer als gebucht und auch richtig markiert. Ja, da kann ich hier hinklicken und kann sagen, okay, für diese Buchung bitte eine Regel anlegen, statt zum Beispiel Grundsteuer. Immer dann, wenn eine Information auf dem Konto von der Stadt Musterhausen kommt, mit dem Betrag und dem Verwendungszweck Grundabgabe enthält oder andere Themen, dann mach bitte Folgendes. Schreib hier hin, Status auf geprüft. Das heißt, hier hinten sagt, setzt er das Häkchen auf grün. Suche keinen Beleg und ergänze mir folgende Notiz. Wohnhaus Teststraße. Dann weiß ich, das sind die Grundabgaben, Grundsteuer für genau dieses Objekt. Wenn ich jetzt auf Anlegen klicke, hat er mir hier quasi zwei Kontoumsätze automatisch bearbeitet. Jetzt nehme ich mir hier den Suchbegriff wieder raus, sage Anzeigen. Und dann sehen wir hier relativ schnell auch, zu welchen Belegen oder welchen Kontoumsätzen uns noch eine Rechnung oder ein Beleg fehlt. Indem ich hier oben einfach sage, Status, bitte zeig mir nur noch die an, die ungeprüft sind und anzeigen. Dann weiß ich, genau zu diesen Rechnungen fehlt mir noch ein Beleg. Dann kann ich den einscannen, suchen und ablegen. Wenn Sie das regelmäßig tun, ist es so, dass Ihr Steuerberater auch keine Rückfragen mehr an Sie hat. Es fehlt uns noch ein Beleg, weil das dann vollständig ist. Das heißt, für uns ist das deutlich weniger Aufwand, weil wir die Dinge nicht mehrfach anfassen müssen. Und Sie wissen auch, dass niemand unberechtigt Geld von Ihrem Konto abgebucht hat. Oder Sie können auch nochmal nachfragen. Hier zum Beispiel Rechnung von der Volksbank, Darlehen, 10.000 Euro. Das hätten aber 11 sein sollen. Dann kann ich da nochmal konkret nachprüfen und weiß, worum es geht. Das allgemein zum Kontoauszug. Gehen wir einmal zurück auf die Startseite Belege.
Hier habe ich jetzt eine Rechnungsliste. 10 Rechnungen zu überweisen. Ich kann jetzt zum Beispiel hingehen und kann jetzt hier sagen, wir sortieren das mal nach Geschäftspartner. Ja, ich möchte zum Beispiel diese 3 Rechnungen bezahlen an die Firma Farben Fritz. Ja, zack. Wenn ich das hier anklicke, dann wird hier unten auch automatisch der Geldbetrag aufsummiert. Ich weiß, 8.000 Euro. Und ich sehe daneben gleich, mein Konto hat 22.000 Euro. Das heißt, Sie sehen immer sofort, ich bin noch im grünen Bereich. Kann ich es mir gerade leisten, Skonti zu ziehen, oder schiebe ich das mal noch? Dann klicke ich hier auf Überweisen und sage hier dann, sofort an die Bank senden, jawohl. Dann macht er mir eine Überweisung raus. Ja. Ich kann nochmal prüfen. Das ist quasi der Auftraggeber, die Workshop GmbH. Ja. Das ist die Bank, an die es gehen soll. Ich möchte die Ausführung jetzt machen, also gebe ich kein Datum ein. Ich könnte auch sagen, wenn ich jetzt in Urlaub bin, es sind zum Beispiel Gehälter, und ich möchte jetzt am 15. überweisen, ich bin am 14. nicht mehr da, kann ich hier sagen, okay, am 15. dann wird das quasi eine Terminüberweisung eingestellt, die automatisch bereits bei der Bank hinterlegt wird. Und dann sage ich hier übernehmen. Und die Daten sind hier einmal aus der Rechnungsliste raus. Was auch immer wieder vorkommt, ist das Thema Gutschriften verrechnen. Hier zum Beispiel von der Holzfachmarkt-Test. Ich habe hier dementsprechend eine Rechnung und eine Gutschrift. Die kann ich beide zusammen anklicken. Und dann ist es so, dass er das automatisch miteinander verrechnet und auch richtig in den Überweisungszweck oder Verwendungszweck auf dem Überweisungsträger ausfüllt. Das heißt, er schreibt mir dann wirklich auch beide Rechnungsnummern rein und hier unten sehe ich auch hier, okay, 448,75 wird wirklich überwiesen und dann wird auch nur der Differenzbetrag von meinem Konto auch rausgehen. So. Das möchte ich zum Beispiel erst am 15. überweisen, dann sage ich hier 15.04.2019 und sage dann hier quasi speichern. Ja. Nicht wundern, hier oben die Meldung kommt, weil es eben diese Spielbank ist. Was Sie auch immer wieder haben, ist, dass Sie zum Beispiel Anzahlungen leisten müssen. Das heißt, ich bekomme zum Beispiel eine Rechnung. Ich nehme jetzt mal diese hier und möchte jetzt davon einen Teilbetrag überweisen. Dann kann ich hier unten auf den Button Überweisen klicken, rechts daneben, und kann sagen Teilbetrag. Ja, Teilbetrag, ich sage mal, ich möchte ein Drittel anzahlen, 300,00 Euro. Und dann sage ich hier okay. Und ich möchte, dass du mir das quasi morgen als Wiedervorlage ausweist, den Rest, okay, dann sage ich hier speichern, sofort an die Bank senden, das kennen Sie ja schon, übernehmen und schließen. So, und der Vorteil ist jetzt hier, ja, gucken Sie mal, das war der Rechnungsbetrag, wir sehen hier, da ist schon eine Zahlung zugeordnet und Restzahlbetrag von 300 Euro. Das System wird uns auch quasi morgen daran erinnern, dass wir diesen Restzahlbetrag noch überweisen sollen. Also dann, wenn dieses Wiedervorlagedatum kommt. Ich zeige das einfach nochmal an der anderen Rechnung hier unten, wo ich jetzt hier sage, Teilbetrag überweisen. Teilbetrag, ich möchte gerne 100,65 Euro überweisen. Wiedervorlage, ja, bitte zum 22., weil ich da den Rest zahlen muss. Und dann sage ich okay und sage sofort an die Bank senden. Und auch hier sage ich übernehmen. In Ihrem Fall, wenn ich in Sie hier auf Übernehmen klicken würde, kommt jetzt dann die Abfrage zur PIN und im zweiten Schritt müssen Sie die TAN für Ihr Konto eingeben. Schließen. Das ist der große Vorteil dieser Rechnungsliste. Ich sage immer, das ist eine kleine Echtzeit-Liquiditätsvorschau. Das heißt, ich habe hier immer meinen Kontostand und die dagegen stehenden Verbindlichkeiten bei Ihren Lieferanten. Wenn ich hier zurückschaue, einmal auf die Startseite belege und ich dann hier noch meine Kundenrechnungen erfasst hätte,
hätte ich quasi, das sind die Forderungen, Verbindlichkeiten und auch quasi die Kontostände dazu. Das gibt Ihnen noch ein Stück weit eine gute Sicherheit. So viel zum Thema Rechnungsliste und Belege aus den Rechnungslisten überweisen. Selbstverständlich können Sie auch manuell überweisen, indem Sie hier einfach auf die Bank klicken. Sagen neue Zahlung. Geben hier unten den Empfänger ein, Test, den Betrag 500,00, den Verwendungszweck, Test. Mit einer gültigen IBAN, wirklich eine gültige IBAN, kann ich dann hier weiterarbeiten. Ja. Oder Sie wählen einen Empfänger aus, er greift hier auf unsere Geschäftspartner zu. Das heißt, wenn ich hier einmal Bürobedarf Test anklicke und dann wählt er mir hier quasi das dementsprechend aus. Dann kann ich hier sagen Speichern und könnte jetzt hier diese Überweisung automatisch auch an die Bank ausgeben und übernehmen und schließen. Wie gesagt, können wir hier jetzt leider nicht bis zum Ende durchexerzieren, weil wir eben eine Muster- und Schulungsbank haben. Wann braucht man das noch? Das brauchen Sie dann noch, wenn Ihr Lohnsachbearbeiter hier Ihnen in Unternehmen Online die Löhne einstellt. Dann finden Sie hier bei den Überweisungen unten drunter einen Menüpunkt, wo dann steht, 5 Lohnüberweisungen auszuführen. Ganz wichtig, nicht jeder Mitarbeiter bei Ihnen sieht das. Diese Lohnüberweisungen, das ist ein Sonderrecht, das Sie benötigen, um auch Löhne überweisen zu können. Und vor allem dort auch einmal die Details sehen zu können. Keine Angst, nicht jeder Mitarbeiter, der Ihre Bankumsätze sieht, sieht da auch aufgedröselt bis ins kleinste Detail, welcher Mitarbeiter quasi welches Honorar oder welchen Lohn bekommt. Das kann man als Sammler verstecken. Sprechen Sie hier bitte Ihren zuständigen Lohnsachbearbeiter an, der kann Ihnen hier sehr gerne weiterhelfen. Rein theoretisch könnten Sie auch Lastschriften ausführen, also sprich, Geld bei Ihren Kunden einziehen. Das geht dann, wenn Sie in den Stammdaten unter Unternehmensangaben im Bereich Bank ein SEPA-Mandat hinterlegt haben. Da kann ich dann hier bei der Bank noch ein SEPA-Mandat hinterlegen und kann das dann dementsprechend abrufen. Bei Fragen kommen Sie da gerne auch noch mal jederzeit auf uns zu. Vielen Dank und viel Spaß mit der Arbeit mit DATEV Unternehmen Online.